guck mal. Genau den brauchen wir. Ah, okay, das ist ja schon mal gut, dass wir ihn nicht verpasst haben. Hätte ja sein können, dass man einfach zwischendrin Schraubenschlüssel hätte mitnehmen dürfen. Schön machst du das. Danke. Den soll ich umlegen? Okay. Auf geht's. Gebockt. Ich rede erstmal mal wieder mit ihm hier. Ich schwöre. Schöne Säge. That's a shitty one. The nice ones always go missing. Hm. Wo krieg ich Werkzeug? You know where I can get the tools from? Sure. Over there. Do you know anything about that guard? Yeah. He's a pain in the ass. Ah, eine Nervensäge. Kein Nervenschraubenzieher. Du wartest auch auf dein Werkzeug. Why are you upset for? That's that fool. Hey, I heard that. Watch your mouth, inmate. Yeah, yeah, whatever. Just give me what I need. Damn. Was brauchst du? Lass mich dir helfen. Das klingt immer gut. Hey guard, got a minute? Can't you see I'm busy? Come back later. Nee, nicht wirklich. Also du siehst nicht sonderlich beschäftigt aus. I can still hear you. Der braucht also einen Hammer. Okay. Falls man einen Deal oder so machen will. I don't think of it. Now that's what I call a piece of machinery. Quiet. You try to concentrate. Oh scheiße. Ich hätte noch was fragen können. Was will ich aber tun? Vielleicht rammt er das dann ja in die Maschine, wenn ich ihn ablenke. Vielleicht ramm ich dich gleich in die Maschine. Geil. Warum so gestresst? Listen, if I don't do this right, they throw me back in the laundry room. So, laundry room, this room, they both saw it. Last week, some guy almost lost his whole arm. Wie kann man seinen Arm mit dem Ding verlieren, Alter? Geht schnell. Packst das doch nie in die Nähe deines Arms. Ich bohr jetzt eine Runde. Oh lol, ich hab noch ein Geschenk bekommen von Jasmin. Johannik, einfach weil Jubiläum. Jasmin, ach wie süß. The Council of Hanville, wie nice. Danke sehr, Jasmin. Endlich mal wieder ein sehr, 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 sehr geiles Horror-Game. Werden wir auf jeden Fall auch spielen im Stream. Danke, Mann. Zwei Spiele jetzt schon von dir, die wir demnächst im Stream spielen werden. Danke. Da fällt mir ein, ich habe vor kurzem The Room gespielt. Hab ich auch dachte mir, boah. Gespielt. Echt? Hm, hab ich damals auf dem Handy, als es rauskam. Wie fandst du's? Mega gut. Hey, ja, oder? That's my wrench. It is? Okay. Könnte ich vielleicht deinen Hammer kriegen? Hey. 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 Was willst du? What do I want? Yeah, what do you want? Ich hab ne kurze Frage. I just have a quick question for you. Oh, hol dir den Hammer. Jawohl. Ah, nee, du kannst den nicht mitnehmen, ne? Monday? No, no, no. Date. Ach, Kollege, du kannst dir den Schraubenschlüssel gerade klauen. Tobi! Oh, scheiße, warte, ich rede nochmal mit ihm. Hey. Hey. What do you want? What do I want? Yeah, what do you want? Sehr gut. Ach du, ich will gar nichts. Halt die Bappen. So, genau, da kannst du den jetzt ja eigentlich schon reinschmuggeln. Oder? Nö. Hilft's dir, wenn ich im Weg stehe? Immer. Sehr gut. Ich säge nur Runde, okay? Ich glaube, ich muss auf der anderen Seite stehen. Wollte gerade sagen. Und den annehmen. Auch wenn es ein bisschen dumm ist, weil ich finde, das sollte reichen, einfach, dass ich... So, warte, ich kann hier durchgehen, weil ich habe ja eh nichts an mir. Nix, gar nichts. Keine Geschlechtsteile, nichts, außer eine große Nase. Auch keine Hose. Deine Nase fällt unter Geschlechtsteile. Ja, ich freue mich. Wie gesagt, danke dir. This could be useful. Diese Nase ist beste. Pass auf, ich trete jetzt gegen. Sehr gut. Danke. Ja, hat mich sehr gestört auf jeden Fall. Der hätte ja sein können, dass ich dir die Hand breche. Ich hab nichts an mir, dankeschön. Ich weiß nicht, ob wir nach unten müssen. Ja, da unten ist die Tür. Ich teste mal die Gewässer. Ach, hier sind wir jetzt wieder, guck mal.
Am Anfang von Zellenblock B. Oh, das könnte jetzt spannend werden. Lass mal nah aneinander bleiben, weil ich glaube... Jawohl. Ich muss dir den hier... Ja. Willst du als erstes durchgehen? Dann gebe ich dir den gleich durchs Fenster. Okay. Um an den ganzen Kontrollen hier vorbeizukommen. Oh, macht das Spaß, ey. Ist das geil. Würde schön unten rum untersuchen. Oh ja, genau da. Hoffentlich tascht er bei mir die Nase an. Get on the other side and help me. Haben sie da was drin? Auch sehr gut, ein Fenster an die Stelle zu packen, wo man möglichst nicht übergehen sollte. Hi, wollen Sie mich mal anfassen? Klopf, klopf. Und wehe, ihr kommt dann schon. Kolosinator, wir tun unser Bestes, nicht zu entkommen. Wow. They actually fixed something. Geh nicht zu schnell voraus. Du gehst hier zuerst durch. Mhm. Vielleicht musst du dich auch irgendwie nur ablenken oder irgendwas machen. Hey Boys, there's a problem. What is it? Let me show you. Ein Typ mit einem Schraubenschlüssel. Du stehst genau da, glaube ich, wo sie hinwollen. Nein, nein, was ist das? Ich bin das Problem. Es gibt eine Prügelei. Jetzt gleich mit ihm. Let's go. Alright, step aside. Step aside, ja, wäre mal nicht schlecht. Hammer! Ja. Also komplett bugfrei ist das Spiel, glaube ich, nicht, ne? Kann das. Oh scheiße, ich glaube, die stehen vor unseren Zellen. Bleib du mal ein bisschen weiter hinten, du hast hier den Schlüssel. Let's go! Inside! Ja, die untersuchen uns nicht. Ne. Guck nicht so. So voll unverdächtig. Ich habe einen Schraubenschlüssel, aber gucken Sie mich nicht an. Ja, ganz clever, Alter. Nein. Scheiße, kann ich hier irgendwie Radau machen? Mach mal Radau. Scheiße, ich kann gar nichts machen. Doch da, Vincent helfen. Du musst ans Gitter. Ja, ja, ja. E. Genau. Sehr gut. Ich bleib hier aber gleich mal stehen. Denn ich habe das Gefühl, die untersuchen nicht nur meine Zelle. Ich habe den gerade schon weggepackt. Okay. Da können sie den eigentlich nicht finden. Na toll, T-Boy steckt wieder fest. Ich weiß, dass das Tobi heißen sollte, aber ich finde... T-Boy! Das wird mein neuer Gangster-Name im Knast. Gut, alter T-Boy, Alter. Alright, arms up. Untersuchen Sie die Nase, da hat er mindestens 3 Schraubenschlüssel drin. Und eine kleine Coke Zero. Und eine große Coke Zero. Vielleicht sogar noch eine Fanta. Wie viele Bugs sie einfach schafft. Ja, wir erzeugen die. Noch nie zuvor hat ein Spieler so viele Bugs heraus. Nase. Ich habe eine Freundin. Ja, bei der Nase kann ich auch. Fixie, Alter. Wie kann man mich eigentlich küssen? Ich musste ja doch in die Wange bohren. Die Arme. Oh. Ich habe eine große Nase. What can I do? Hey, aber, also wenn du die 69, dann ist die aber noch im Arsch stimuliert, ey. Die ist dann richtig glücklich. Das bin ich. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. Man nennt mich auch Vinci Pooh. Oder V-Boy. Why? Der V-Boy! Das klingt einfach wie so eine andere Ausdrucksform für einen Transvestiten. Oder ein Vibrator. Der V-Boy. Well, it's been 6 months. He misses his father. Oh nein, ich hab nicht. Ja, dann soll der herkommen. Zum Hurenbock. Mama, wie oft müssen wir noch sehen? Das war die beste Kino-Werbung, Mann. Du würdest auch kein Auto downloaden. Und wie? Ja, so dumm, Alter, als würde man kein Auto downloaden, wenn es möglich wäre. Was, die sind ungezogen? Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you. Obviously just missed your bus. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call? Ja. Anruf. Anruf bei Udo. Ich rufe die Polizei. Die hat einfach keinen Bock raus. Die ist schwanger, oder? Ja. Einfach nur fett. Die ist fett, ja.
Because I'm at home expecting our baby. Oh lol. Please. We've talked about this. No. Wir wollen das Baby im Knast. Lol, der will das abtreiben oder was? You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No. Ich will kein Kind. But I need to take care of the Harvey situation. Kannst du nicht die Treppe da hinten runterfallen? Der hat unsere Schnecke getötet. Gary. Gary, komm heim, Alter. But you can't bring him back. Gary, komm nie wieder heim. Get yourself killed. Please. You know I have to. Noch sechsmal singen. I can't believe you. Warum krieg ich eigentlich den Text von ihr auch noch? Das war ich. Das war meine zweite Rolle. Oh, hast du die Titten wachsen lassen? Und einen dicken Bauch. Ah, der hat schon vorher. Das ist einfach eine tiefer gelegte Nase. Alter, hätte ich die Nase gegessen, dann hätte ich auch so einen fetten Bauch. Alexa, Licht dimmen. Dankeschön. Bruder. Jetzt sieht meine Lavalampe cooler aus. Super. Hast du den Wetterbericht gehört? Deine Nase funktioniert als Regenschirm. Das ist ein Blitzableiter. Ich finde das wunderschön, wie das Spiel einfach nur darauf aufgebaut ist, dass wir die ganze Zeit dumme Witze machen. Als wäre es anders, wenn wir im Knast wären. Wusstest du schon, dass du eine große Nase hast? Ja. Meine Alexa mag nicht. Die ignoriert mich immer, jetzt hasse ich sie. Okay. Gute Beziehung, die ihr da habt. Lass abtreiben. The wrench. Die Nase ist einfach eine Tribute. Are you kidding me? You think I'll do this climb again? Let's hope we don't have to. There's nothing to hope for. It ain't happening. Wir haben es nicht normal machen müssen. Sehr nice. Wie übergeben? Oh. Nee, ich mach das hier erstmal frei. Ey, ich wollte gerade sagen, wenn du dich jetzt übergibst, dann landet das aber ganz schön tief. Platsch, platsch, platsch. Tap, tap, tap. Bitte. Ja genau, beug dich zu weit nach vorne und fall runter. Ups. Eine Freundin von mir heißt Alexa, die Arme. Oh. Der Bruder hat ja einen richtigen Kolben im Gesicht. Ja, Mann. Hoch die Himmel, Wochenende. Hoch die Himmel. Hoch die Hände, Gefängnisausbruch. T-Boy, du musst mir zu Alexa sagen. Alexa startet Traumfrucht. Machen wir nicht jetzt. It's not over until the fat lady sings. Oh, she's gonna sing. Trust me. Man sagt im Englischen, es ist nicht vorbei, bis die fette Lady singt. Ja, das ist super, oder? Richtig gut, warum haben wir nicht sowas? Wir haben, wenn der Vorhang fällt. Weil das beides eigentlich dasselbe ist. Was machst du denn da mit der Ameise? Ich weiß es nicht. Aber man kann sie schieben. Nicht weiter schieben. Auf. Warte. Oh, man kann das nicht öffnen. Jetzt übernehme ich. Wie hast du die hingestellt? Man kann nicht mehr... Tobi, was hast du hiermit schon wieder gemacht? Man kann ihn nicht mehr bewegen. Tobi! Als ob! Was hast du getan? Ich muss auf die Kiste oben drauf steigen oder so. Oh lol. Du kannst ihn nur bewegen. Da bist du einfach nur behindert oder was? Du musst hier bestimmt vor dem Lüftungsschacht. Dir ist bewusst, dass du das Ding drehen kannst, ne? Ja klar, aber ich konnte es nicht bewegen. Vielleicht bin ich zu schwach. Ja, so ist gut. Schieb du mal weiter. Okay. Warte. Ich schiebe gleich. Moment. Ich lauf kurz zu der... Moment. Kurz Moment. So, warte. Gib dir da mal. Ja. Ich kann die halt echt nicht bedienen. WTF! Ich hab dafür nicht den Führerschein. Ich kann die nicht fahren. Meine Karre. Tut mir leid. Du bist der Einzige, der das Ding bedienen kann. Nee, aber ich bin ziemlich sicher, dass du die irgendwie genau davor schieben musst. Nee, stell dir mal genau da direkt vor. Genau. Ja, genau, guck mal. Ich weiß nicht, ob da nur einer rein muss, deswegen lasse ich dich da mal eben kurz erstmal rein. Ich will einfach nur vor. Die Nase hält das nicht aus. Obwohl ich jetzt auch hier hoch könnte. Wir müssen hier bestimmt beide hoch. Durch. Ich komme. Ich bin so durch. Jetzt Purzelbaum nach vorne. Hui.
Oh, pass auf. Vorne sind zwei Wachen. Ich wurde aufgepasst geboren. Sehr gut. Reingegangen und direkt wieder raus. Ah, ich muss die andere Taste drücken. Da liegt's vielleicht. Lol, der hat ihm zweimal gefragt, ob sein Auto repariert ist. Du warst ein Idiot. Glaub, ich brauch dich. Mhm. Weil wenn ich jetzt da durchgehe, dann sehen wir mich. Moment. Ich weiß noch nicht, was dieses E-Ding ist. E heißt einfach nur an eine Wand lehnen, damit die dich nicht sehen. Oh. Soll ich? Versuch's mal. Einfach direkt nach links gehen. Jawohl. Der hat nochmal gefragt, ob das Auto repariert ist. Hat der Dement? Hat der Dement? Bruder, hör mal. Aber ist das Auto denn jetzt schon repariert? Wird niemandem auffallen. Oh lol, voll schlau. Okay, sure. Warte, wir müssen genau zuhören. Noch nicht jetzt direkt. Sehen wir den Blitz eigentlich auch? Sobald es jetzt nochmal donnert, drücken wir beide sofort E. Mhm. Wie geil. Mega gut. Was war das? Warum? Es hat gleich gedonnert. Ich dachte, das wäre immer noch derselbe Donner. Immer nur einmal pro Donner. Jawohl. Nicht sterben, T-Boy. Ich stell mal vor, Donner Summer wäre vorbeigelaufen, Alter. Da hätte ich einfach gedrückt. Watch out. Oh, shit. Shit. Oh, da ist auch noch einer. Ausschalten? Naja, wir sind im Knast, was soll uns passieren, ne? Wir sind im Knast, was soll uns passieren, Alter. Sehr gut. Happen. Sollte ich die Leiche vielleicht... Ach, juckt. Müssen nur vielleicht oben auf den achten. Müssen wir dann hier rein? Nee, wahrscheinlich ganz hinten erst. Da oben ist aber doch ein Licht. Ist das einfach nur ein Licht oder ist da ein Typ? Ich glaube, einfach nur ein Licht. Ich sehe das Licht. Aber... Nee, ist nur ein Licht. Manchmal... Okay. Weil als ich das letzte Mal hier war, stand hier ja der Typ. Hm. Ach lol, wir müssen wieder aufs Dach. Jawohl. Come on, over here. Auch schön, dass du meine Hand hältst. Das war so unnötig. Was war das? Warum lässt du los? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wichser. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Hallo. Achso. Komm zurück, du dummer Hurensohn. Muss ich dich da noch hochziehen? Ja. Nein. Du bist der Einzige, der entkommen will. Ja, dachte ich. Okay, hier oben ist gerade frei. Wir gehen jetzt okay, einfach in das Büro des Direktors, ey. Das Blödeste, was du als Idee haben kannst. Lass uns den Direktor umboxen, aber wir timen das mit dem Donner. Lass einfach alles... Come on, man. Was that really necessary? Ja, ich mag's, Dinge kaputt zu machen. Kannst du bitte aus meinem Körper gehen? Nicht heute. Ist einer auf dem Posten hier? Ich weiß, dass ich den Plattenspieler klauen darf. Hier ist ein Vogel. You go, buddy. Have fun. Ich hab einen Vogel freigelassen! I've always wanted to der go Pazifik. To Africa. Und danach redest du über Afrika! Vor allem, der Pazifik. Und Freiheit, dann redest du über Afrika. Gefallen. Ich hab ernsthaft nicht tief mitbekommen, weil ich den Vogel freigelassen hab. Du Held. Ja, Mann, ich bin ja mal sowas von der Held. Oh, ich telefoniere mal kurz eine Runde. Das hat die Jacke. Das ist so, als ob wir das erste Mal irgendwie nach 12 wach sind. Ey, wir drehen und spielen ja an allem, was es gibt. Guck mal, ich hab eine Abkürzung. Sehr stark. Tobias, gut.
Oh, hier geht's, glaube ich, weiter. Hier sitzt der. Shit. Die sind gerade mit dem Aufzug runter. Tobi, komm schnell zu mir. Bin neben dir geboren. Die sind im Aufzug runter, aber ich glaube, wir müssen auch nach unten. Nah. Any good? Great. Who was on it? Who? Who were the guests? I can't remember. I must be getting old. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich gehe einfach gerade weiter nach unten. Ich glaube, wir müssen aber dahin, wo die hin sind, ja. Fuck. Kommen die da jetzt schon? Noch nicht. Okay, die stehen gerade ganz hinten. Also noch ist alles easy. Okay, die stehen da hinten. Aber da, wo die sind, müssen wir locker hin. Ist ja wohl klar. Müssen wir hier rein? Nee. Ich weiß es nicht, ob wir vielleicht da rein müssen, um zu klopfen. Wollen wir langsam gemeinsam zu denen hingehen und die ausmachen? Ja. Ja. Warte auf den Donner. Bop, bop, bop. So what the hell are we talking about? Carson. Komm schon. Right. Shit. I already told you. Ja, ich wurde gerade rausgetappt, weil jemand in Origin Online. Du nimmst den rechten? Ich nehme den rechten, ja. Go! Okay, beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall schneller sein. Die haben sich nämlich schon umgedreht. There's the tower. Watch out for the light. Ja, ich wusste nicht, dass man es mit linker Maustaste macht. Ja, alles gut. Zum Turm gelangen, ohne natürlich von dem entdeckt zu werden. Macht Sinn. Ah, okay, das Licht wird wahrscheinlich die ganze Zeit schwenken. Und jetzt gerade zeigt es ja drauf. Ja, einfach vorbeigehen. Ja. Jetzt kommen wir dran. Ich weiß aber nicht, ob der einfach wieder zurückschwenkt. Ja, der wird immer nach links und rechts schwenken. Ja. Aber ich wette... Oh, scheiße. Better avoid the searchlight. Das war sehr knapp. Ich find's aber schön, wie man bei so ziemlich allem genau einen Fehler machen darf. Ja, finde ich auch super. Ich habe zwar voll das Licht abbekommen, aber gesehen hat er mich nicht. Sehr gut. Der geht auch in so einem Zickzack immer weiter nach hinten. Wie man jetzt gerade bei dir super sehen kann. Hier, wo ich gerade bin, dürfte der nicht hinkommen. Du musst ja jetzt links hoch, genau, die Treppe. Dann bist du bei mir. Soll ich den außen hauen? Mit dem Donner. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Kann ich hier nicht? Nee, rechts geht's hoch, die Treppe. Ach so. Wäre aber eine schöne Abkürzung. Du musst es jetzt, wenn du rennst, kommst du direkt hoch. Ja. Sehr gut. Oh, lol, da ist einer direkt. Ich den lieblich auch noch auf den Boden legen. Schlaf gut. Ich will leuchten. Sehr gut. Oh. We can use that wire. We just need something to slide down with. Hast du deinen BH dabei? Scheiße, heute habe ich einen Sport-BH gereist. Der reist, Alter. Wohin reist der denn? Kleiderhaken? In den Pazifik? Kleiderhaken okay. Sind gut. Also grundsätzlich Bombenidee da runter zu hangen, aber warten wir auf den Donner. Ich bin sowas von bereit. Bestimmt genau beim Donner kommt gleich so ein Blitz und bringt uns um. Ja! Es donnert nicht mehr. Doch. Da war gerade noch ein Blitz. Also gibt's hier welche? Wie wir mitschwingen. Hammer geil, Alter. Wir sind halt bereit. Das machen wir. Locker reißt's bei mir. Yo, das wär's jetzt. Und du fällst da unten in die Glaskuppel. Wetten? Safe. Genau das wird passieren. Du hast so recht. Oder? Ja, voll. Nicht in die Glaskuppel gefallen, aber. Das heißt, wir müssen hochhelfen. Das heißt, die suchen jetzt schon nach uns. Kletter. Kippen.
Da stand doch Tittenhuren! Ja, hab ich doch! Ach so. Das ist automatisch passiert! Weißt du, du bist nicht der Leichteste! Seitdem du diesen Kantinenfraß isst. Okay, die schießen schon auf uns, wir sollten rennen. Ich glaube, das kommt von meinen Games. Dafür ist die Glasgucke. Das muss wehgetan haben. Hauptsache schnell weg. Oh, können wir jetzt schnell rennen? Was ist denn jetzt los? Hey Vincent, help! Aber okay, da waren jetzt ist, glaube ich, wirklich einfach nur noch rennen. Go, go, go! Fuck it, I shot it to kill! Don't stop! Trust me! I've got no intention to stop! Das ist schon mal gut. Oh, ich wette, einer von uns wird gleich so richtig doof in die Brust getroffen oder sowas. Du. Ich bin vor dir. Ja, das ist gut. Du hast das erste gesehen. Wir sind frei. A way out. Gutes Spiel. 102 Stunden Speedrun. Peng, peng. Ja, peng, peng war eben. Ja, ne? Nur nicht wir. Nicht die Brust, die Nase. Brust, die Nase. Ich könnte es viel einfacher treffen. Viel mehr Angriffsfläche. Boah, die brauchen eine extra Kevlar-Weste, habe ich das Gefühl. Stell dir das vor. Oh, hi. Du hast das Ende des Videos erreicht. Wenn du jetzt noch mehr von mir sehen willst, kannst du sehr gerne hier vorbeischauen. Oder den Kanal abonnieren. Oder du schaust hier bei Twitter vorbei. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder.